hier einen Kaffee getrunken? Bin ich aber ganz doof. Nee, ich glaube, wir sind raus dann und sind erstmal was essen gegangen. Genau, wir sind raus und erstmal was essen gegangen. Ja, genau. So war's. Genau gegenüber sind wir was essen gegangen. Und dann sind wir zum Alexanderplatz gefahren. Dort haben wir dann Kaffee getrunken. Und dann haben wir halt diese Cocktailbar entdeckt und sind in diese Cocktailbar rein. Ah, das war wirklich super. Nachos mit Käse bestellt, überbacken. War jetzt nicht so der Knaller. Hatte ich so noch nie bestellt. Habe ich mir auch was anderes runter vorgestellt, eigentlich. Was Geileres. Ja. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht genau, wie spät es war, ich glaube 11:30 oder 12 sind wir dann wieder langsam zurück zum Hotel mit der U-Bahn, waren auch nur 2 Stationen. Noch schön ab in eine Dusche rein. Ja. Was auch schön war, was ich finde, ich bin ja halt nur mal Raucher. Und ich brauche aber tatsächlich kein Raucherzimmer. Das finde ich selber auch nicht schön. Aber es war ein Balkon. Also es war ein langer Flur. Also was heißt langer Flur? So unfassbar lang war der jetzt nicht. Aber es war ein Flur gewesen. Und vorne der Fahrstuhl, neben dem Fahrstuhl war eine Tür. Denn dahinter direkt noch eine Tür. Und also 2 Glastüren. Hallo. Und da war ein kleiner Balkon zum Rauchen. Das fand ich auch sehr toll. Naja. Aber gepennt für meine Freundin. Die erste Nacht war jetzt nicht so geil gewesen. Ich habe eigentlich ganz gut gepennt. Und was ich sagen muss, die Fenster waren der Wahnsinn. Die Fenster waren der Wahnsinn. Die Fenster waren zu und man hat einfach nichts gehört von draußen. War das Fenster auf gewesen, es war so ein Lärm. Nachts wurden dann, hat meine Freundin mir erzählt, ich habe es nicht mitbekommen, nachts wurden dann Dixie-Klos geliefert. Da kommen wir gleich zu. Nachts wurden Dixie-Klos geliefert. Danach die Nacht wurden Mülltonnen geliefert. Es war einfach ein Krach und da wird ja halt auch nachts der Müll abgeholt. Ne? Macht keinen Sinn in Berlin, den Müll tagsüber abholen zu lassen. Nee, da kommst du ja gar nicht durch. So. Naja. Nächsten Tag dann gemütlich aufgestanden, schön gefrühstückt, war auch hervorragend das Frühstück. Und dann ein bisschen rumgezogen, ne? Ein bisschen was angeguckt, dann nach Neukölln gefahren in Berlin und dort denn eine Shisha geraucht und auch einen Kaffee getrunken. Also Kaffee trinken war halt einfach so das Hauptthema, ne, und Essen. Aber wir waren auch tatsächlich dann am Brandenburger Tor beziehungsweise unter den Linden beim Reichstag und da war es dann ja voll. Und ich sage, ja komm, lass uns mal hinterhergehen. Das sind doch hier die von Fridays for Future. Wollte ich mir halt einfach mal angucken. Oha, wir haben, oha. Naja, wir auf jeden Fall da hinterher. Auf einmal stehen wir zwischen 35.000 Leuten von Fridays for Future. Das war sehr krass gewesen. Aber, ja, lange Zeit standen wir da. Und dann hat meine Freundin gesagt, komm, lass uns da einen Kaffee trinken. Naja, haben wir da auch noch einen Kaffee getrunken. War klasse. Und dann haben wir im Hotel dann mitbekommen, dass, also wir waren Donnerstag und Freitag da. Donnerstag hin, Samstag zurück. Und wir haben dann gelesen, dass von Samstag auf Sonntag, also Samstag und Sonntag, ein Marathon ist. Und dass man dieses Parkhotel, beziehungsweise diese Tiefgarage vom Hotel nicht mehr verlassen kann Samstagmittag. Weil der Marathon genau vorm Hotel lang führt mit 25.000 Läufern. Oh, das war blöd. Naja, wir wollten eigentlich noch Samstag schön was essen zum Mittag da. Wir haben dann aber gesagt, nee, komm, wir hauen lieber ab. Wir sind dann zu Fuß zum Parkhaus hin. Und sind dann lieber doch schon nach Hause, weil wir ja abends noch die Feier hatten. Beziehungsweise das gemütliche Beisammensitzen. Ja. Weil wir wollten da jetzt dann auch nicht irgendwie, nachher kommst du da nicht mehr raus. Weißt du ja nicht. Ne? Also, das muss ja dann auch nicht sein. Ja, war aber auf jeden Fall schön. Ne? Berlin, finde ich, muss auch jeder mal gesehen haben. So, haben wir da gleich zweimal hingepflanzt und hier machen wir einen. So, jetzt auch mal wieder zurück zum Spiel hier, aber ich glaube, ich muss gleich mal auf die Toilette. Hier hin, ne? Genau. So, das verschwindet. Da hinten kümmern wir uns später drum. 3 Bäumchen haben wir hier hingepflanzt. Wir können ja mal ein bisschen Knochenmehl holen und können da schon mal ein bisschen Knochenmehl verteilen. Nein,
das hier rein. Holz haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was. Dann nehmen wir aber diesen 64er hier mit. Ein Pfeil haben wir, das ist auch ganz nett. Birkenholz dort und dort. Das bringen wir dann auch gleich alles noch rüber. Ja, ich gehe mal rüber, hol mal Knochenmehl. Pack mal ein bisschen was aus der Tasche und dann muss ich mal ganz kurz ein Päuschen machen. Ich muss mal auf Toilette. Dauert nicht lange. Für euch eine Sekunde. Und dann können wir da nochmal ein bisschen Knochenmehl unterwerfen. Und dann können wir ja nochmal runtergehen und den Aufgang weitermachen ein bisschen. So, jetzt folgendes. Hier einmal das rein, das rein. Nee, das kriegen wir nicht hin leider. Schade. Wolle rein. Rein damit. Und du kommst hier rein. Die behalten wir erstmal wohl. Dann nehmen wir noch ein paar mehr mit. Ich weiß nicht, das werden wir wohl, wie gesagt, heute nicht machen. Aber wir haben es. Schon mal auf Tasche fürs nächste Mal. Dann Pfeile waren ja, stimmt, waren ja alle Pfeile. Knochen. Ein Eimer. Lassen wir auch mal hier. Was wollte ich holen? Knochenmehl. Da haben wir ja genug, ne? Dann haben wir mal 58 und die nehmen wir auch mal ruhig mit. Können wir hier ein bisschen aufrücken. Ach, rote Beete haben wir ja auch noch. Na, das machen wir beim nächsten Mal dann. Was ich nochmal mache, wenn es hell draußen ist, gerade. Hier mal wieder. Ein bisschen was abpflücken. Oh Mann, das lohnt sich doch wieder. Schön, schön, schön. Hier war schon wieder ein Dings unterwegs anscheinend. So. Mal ganz kurz gucken hier. Wo hatten wir denn überhaupt die? Die waren hinten drin, ne? Das müssen wir dann später sehen. Da waren auf jeden Fall welche. Darum, wir nehmen uns... Moment. 20 nehmen wir uns mit. Die lassen wir hier. Und wir nehmen uns auch hier den... Also, ich, was wollte ich denn jetzt als erstes mal? Ne, erstmal das, aber ich kann ja schon mal was einpacken hier. Die brauchen wir auf jeden Fall. Davon brauchen wir was. Kies brauchen wir später da hinten. Wir brauchen gebrannten Stein. Ich muss doch mal ganz kurz gucken gehen. Wir müssen aber wohl doch nochmal runter und ein bisschen Cobblestone besorgen, beziehungsweise Bruchstein. Okay, hier haben wir auch noch ein bisschen was auf Tasche. Die nehmen wir mal mit und lassen die brennen. 31 haben wir davon jetzt hier. Da haben wir wohl noch ein paar. Das sollte reichen. Das ist okay. Die packen wir da rein. Das können wir alles mit denen noch machen hier. Die nehmen wir mit rüber. Warum sind die überhaupt hier? Keine Ahnung. Das nehmen wir aber mit. Stein lassen wir hier. Auf jeden Fall müssen wir... Ich dachte gerade, da steht ein Creeper. Das gibt's doch nicht. Diese Sonnenblumen, die sind ja Wahnsinn. So, genau. Die beiden brennen lassen. Bambus holen wir auch nochmal in der Folge. Dass wir hier nicht wieder leer laufen. So, und das dort rein. Das dort rein. Knochenmehl haben wir dort. Dort. Und ihr seht. Kommt dorthin. So, ich würde sagen, ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Geh mal auf Toilette. Eine Sekunde. Bis gleich. Pipi-Pause zu Ende, da bin ich wieder. Oh, weiter geht's. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wo. Achso, wir haben Knochen mehr auf Tasche. Gut. Das verbraten wir da hinten mal. Oh, ich hoffe so sehr, wenn ich gleich eine Aufnahmepause mache. Beziehungsweise, wenn ich die Aufnahme hier beende. Hoffe ich, dass ich es hinbekomme mit der Musik. Hier.
Und hier, schade, dass das nur runtergeht und nicht, nicht zu viel. Wäre ich jetzt auch kein Freund von. Hier ist okay. Ach doch, es geht auch hoch. Warte mal, wenn man hier so reinlatscht, könnte hier hinter noch was? Und hier vor. Doch, so ist das okay. So, ne? Aber die kommen weg. Ach, der macht da beide weg? Schade. Aber die hohen würde ich gerne weghaben wollen. Die mag ich nicht so gerne. Hier ist noch einer. Schade, dass er die beide weghaut. Geht das vielleicht mit der Schere? Ich weiß es nicht. Jetzt ist es aber auch egal. Wir hauen hier nochmal ein paar Dinger rein. Auch hier, weil ich habe gelesen, dass wohl Bienenstöcke kommen, wenn auch hier Dings da sind. Sonnenblumen. Und das wäre ja schon sehr schön. Was ich nicht so schön finde, ist, dass die Sonnenblumen immer zu einer Richtung zeigen. Kann man das nicht irgendwie beeinflussen? Nö, anscheinend nicht.